irgendwie verloren gehen. Jeder hat seine Stärken und Schwächen, ist bestimmt auch ganz wichtig. Die Landtagspräsidentin, Sie sind ja auch eine Frau, die sich immer wahrscheinlich auch unter Männern manchmal so ein bisschen ja, zeigen lassen kann. Ja. Auch muss, ne? Muss, ja. Geht nicht anders. Aber das ist ja dann auch immer eine schöne Sache, ne? Ja, auf jeden Fall, na klar. Sie sind immer der Hingucker. Ja, das weiß ich nicht. Inzwischen, ja, wenn man ein bisschen älter wird, weiß ich nicht, ob man noch ein Hingucker ist, aber auf jeden Fall denke ich mal, Frauen und Männer, es gibt mehr Frauen als Männer, demzufolge müssen die Frauen auch überall mit dabei sein. Da ist auch schon ein Alleinstellungsmerkmal manchmal schon in der Politik, denkt man. Naja, gut, der Anteil der Frauen ist schon gewachsen, aber immer noch nicht ausreichend. Das muss man einfach so sagen. Bevor Sie Landtagspräsidentin wurden, waren Sie Lehrerin, Deutsch-Englisch-Lehrerin. 1983 standen Sie zum ersten Mal vor einer Klasse. Wie individuell waren Sie denn da? Ja, da gibt es ein für mich prägendes Erlebnis. Ich bin ganz jung als Lehrerin zum Friseur gegangen. Und dann gingen die Türen auf und da kamen die Damen mit den Aktentaschen rein. Und die packten alle ihre Aufsätze aus und ihre Klassenarbeiten. Und an dem Tag habe ich mir vorgenommen, du wirst dir als Lehrer nie eine Aktentasche zulegen, man sieht gleich so aus wie ein Lehrer. Das habe ich auch durchgehalten. Ich habe die erste Aktentasche gehabt, nachdem ich nicht mehr Lehrer war. Nein, also wir haben ja hier heute auch schon einen Koffer. Ne? Genau, der Mann mit dem Koffer hat er jetzt auch schon mal beiseite gestellt. Also da sagen Sie, da wollten Sie nie wie die Masse sein. Ja, ich denke schon. Also gerade denke ich, für die Schüler ist es auch wichtig, dass jeder Lehrer auch eine individuelle Persönlichkeit ist. Und ich glaube, die Lehrer, die das auch so leben, die bleiben den Schülern auch am meisten im Gedächtnis haften. Ich denke, die, die irgendwas Besonderes an sich hatten, die irgendwie anders waren als andere, die merkt man sich. Geht mir ja auch noch so. Ich merke mir, habe mir ja auch diese Lehrer gemerkt. Stimmt. Sie bilden auch aus im Landtag. Sie haben so immer um die 9 bis 10 Auszubildende. Also man kann vom Bürokaufmann, Bürokauffrau bis hin zum Gärtner etwas werden. Nehmen Sie manchmal noch Bewerbungsunterlagen in die Hand? Gucken Sie da manchmal noch rein? Also wir haben in den letzten Jahren immer natürlich ganz viele Bewerbungen gehabt für diese Ausbildungsstellen. Das sind sehr begehrte Ausbildungsplätze, weil wir die Chance haben, unseren Azubis nicht nur ganz viel beizubringen, sondern eine sehr interessante Ausbildung, sondern die haben hinterher in der Regel auch die Chance, zumindest also für einen befristeten Zeitraum weiter beschäftigt zu werden. Und wir konnten von den 54 Azubis inzwischen auch 11 fest übernehmen. Das ist eine ganz gute Quote. Und von unseren Azubis ist keiner arbeitslos geworden. Also alle sind in Jobs, also spricht das ja für die Ausbildung. Und natürlich, wenn wir diese vielen Bewerbungen bekommen haben, dann ist manchmal die Qual der Wahl da. Und da hat man dann schon mal genauer hingeguckt, wer ist denn das, wo kommen die jungen Leute her, mit welcher Motivation kommen die. Und das ist schon spannend. Und Sie führen auf alle Fälle mit jedem Auszubildenden erstmal ein Gespräch. Das mache ich nicht persönlich. Wir haben ja eine riesengroße Verwaltung, da gibt es eine Personalabteilung und die kann das natürlich viel professioneller als ich. Aber hin und wieder, sage ich mal, mische ich mich dann auch mal mit ein und ja, und freue mich natürlich dann, wenn ich auch sehen kann, wie diese jungen Leute sich im Laufe der Jahre entwickeln. Das ist eine ganz tolle Sache, weil sie mir an der einen oder anderen Stelle immer wieder über den Weg laufen. Sie durchlaufen ja auch verschiedene Abteilungen bei uns, verschiedene Aufgabengebiete und man kann schon sehen, da ist ein Unterschied von denen, die frisch ankommen. Gekommen sind und denen, die uns dann mit ihrem möglichst guten Abschluss dann auch verlassen. Also das ist schon toll. Edgar Hummelsheim von der Handwerkskammer in Schwerin. Ich muss ja sagen, das Handwerk musste sehr heftig nachlegen. Sie haben eine große Kampagne gestartet. Also nicht nur im Fernsehen, es gibt nicht nur Werbespots, es gibt auch große Plakate, besonders schön. Am Anfang war Himmel und Erde, den Rest haben wir gemacht. Muss man ja sagen, das Handwerk hatte wahrscheinlich Probleme, irgendwie an die jungen Leute zu kommen. Ja, die Vorgeschichte war eigentlich so, wir haben ja hier im Lande mit dem Wirtschaftsministerium 2008 und 2009 schon die Meisterkampagne gemacht, Besser ein Meister. Und auf der Bundesebene hat es in diesem Jahr den großen Aufschlag gegeben mit der Bundeskampagne Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan. Das ist ja auch unser Motto. Und wir haben uns vorgenommen, über einen Zeitraum von 5 Jahren bundesweit nochmal das Thema Handwerk wirklich in die Bevölkerung nochmal stärker zu bringen und vor allen Dingen auch jungen Leuten nochmal näher zu bringen, wie aktuell und wie zukunftsfähig Handwerk ist. Warum sollen junge Leute Handwerker werden? Weil Handwerk goldenen Boden hat? Unter anderem deshalb, das hat sich jetzt in der Krise eigentlich eindrucksvoll gezeigt, dass also die Bereiche, die in den letzten Jahren noch sehr prosperiert haben, also die exportorientiert waren, hat sich also die Stabilität des Handwerks als regionale Wirtschaftsgruppe nochmal deutlich unter Beweis gestellt und wir sagen,
wer heute eine Ausbildung im Handwerk beginnt und dann auch seinen Gesellenabschluss macht, das ist ein krisensicheres Wertpapier für die Zukunft. Und es gibt ja eine Menge Betriebe, die auch übernommen werden können, weil wahrscheinlich die alten Handwerker langsam alle so dem Rentenalter entgegengehen. Genau das ist der Fall. Wir haben ja im Handwerk das Thema Sicherung der Betriebsübernahme. Das ist ein großes Thema. Wir haben auch Belegschaften, die verjüngt werden müssen. Das heißt, wer heute im Handwerk eine Ausbildung macht, hat eine gute Chance auf eine Übernahme als Geselle, als Facharbeiter. Und er hat, wenn er weitergehen will, auch die Chance, sich weiterzuentwickeln und im Grunde dann auch mal die Nachfolge des Chefs anzutreten, wenn er, wie gesagt, die entsprechenden Qualitäten dann unter Beweis stellen kann. Haben Sie hier schon so ein paar Handwerker heute gesehen, als Sie so mal über den Schulhof gelaufen sind? Naja, ich habe jetzt hier das Auto gesehen und da dachte ich, das ist natürlich das Kfz-Handwerk. Ja? Und man sieht eben, wenn man das Kfz-Handwerk nicht nutzt, was dann dabei rauskommt. Ne? Wenn man da die Feuerwehr ranlässt. Ne? Hans-Günther Trepte von der Vereinigung der Unternehmerverbände. Wir hatten vorhin gerade mal so ein bisschen über Bewerbung gesprochen. Im Vorfeld, wie ausgefallen darf denn eine Bewerbung sein? Als ich hier im Vorgespräch in der Schule war, da hörte ich, wie ist denn, wenn eine Flaschenpost ankommt? Würde das gut sein? Würde da ein Arbeitgeber sagen, jawohl, den oder die will ich? Ja, dann sollten sich die Jugendlichen aber absprechen, wer die abschickt. Wenn 10 ankommt, dann ist der Effekt weg. Geht nur noch die schönste Flasche, ne? Aber das ist auch nicht so schön. Vielleicht die schönste Flasche, ja. Will man ja auch nicht haben. Welche unterschiedlichen Bewerbungen kommen dann zum Teil an? Was hören Sie denn so von den Arbeitgebern? Also die meisten sind erstmal froh, wenn überhaupt eine lesbare Bewerbung ankommt. Also viele werden heute sehr abstrakt geschickt. Sie werden aus irgendwelchen Textbausteinen dann rauskopiert und dort eine individuelle Bewerbung dann zu bekommen, der Jugendliche hat schon eine Chance. Aber es wäre jetzt falsch zu sagen, Mensch, das wäre total krass, wenn ich bei Ihnen den Job kriege. Sollte auch nicht drin stehen. Das würde wohl so sein, ja. Würde wohl so sein. Sie haben mal gesagt, es gab eine Bewerbung, da ist wirklich jemand durch den Großbetrieb marschiert. An dem Pförtner vorbei, ist dann in das 6. Obergeschoss zu dem Personalchef und hat sich an allen vorbeigelogen und hat dem Personalchef die Bewerbung auf den Tisch gelegt und ist eingestellt worden. Weil er es geschafft hat? Weil er das geschafft hat. Obwohl, ist ja auch nicht so gut, wenn er überall trickst. Ja, aber manche Themen brauchen ja eben dann auch besondere Lösungen. Der frühere Siemens-Vorstand hat mal gesagt, die deutsche Wirtschaft braucht mehr Spinner. Heißt eben, nicht nur Angepasste können wir in den Betrieben vertragen. Also das heißt Stillstand, Monotonie. Wir brauchen also auch ein paar Querdenker. Wenn ich jetzt bei Herrn Todt von der IHK nach Spinnern frage, ich glaube, dann jagt er mich hier vom Hof, oder? Das hängt auf alle Fälle von den einzelnen Ausbildungsrichtungen ab. Natürlich brauchen wir auch Spinner. Ich denke an den Kreativbereich, die Mediengestalter, die Veranstaltungskaufleute. Das lebt einfach von kreativen Ideen und auch mal von Ideen, die nicht gerade ausgehen. Wo suchen denn gerade, also die IHK, Handel und Industrie, wo werden ganz dringend junge Leute gesucht? Wenn Sie sagen, okay, Geheimtipp hier und da, dort bitte bewerben, was können Sie den jungen Menschen hier mit an die Hand geben? Also da haben wir in diesem Jahr ganz stark den gewerblich-technischen Bereich Mechatroniker, Elektroniker. Wir haben